Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal eine sehr Seltenheit auf meinem Kanal, und zwar ein Müllerhaul. Weil das Problem ist, dass der Müller, der irgendwie am nächsten ist, 40 Kilometer entfernt ist und es auch noch eine Stadt ist, in der ich eigentlich super selten bin. Aber früher sind wir da immer ins Kino gegangen, aber seit wir hier woanders halt ein Kino haben, fahren wir da nicht extra hin und aber wir waren letzte Woche da und dann musste ich natürlich auch mal im Müller gehen und ja, meine Ausbeute zeige ich euch jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ich greife jetzt einfach mal in die Tüte rein. Da haben wir gleich etwas von der Eigenmarke von Müller und ich hatte noch nie was von irgendeiner Eigenmarke von Müller irgendwie. Deswegen bin ich schon gespannt. Und zwar von Body and Soul Wellness Magische Momente Badesalz mit Passionsblumen und Marulaöl. So sieht das Ganze auch aus. Hat ziemlich gut gerochen auch, also man kann ja immer ein bisschen riechen. Riecht ein bisschen blumig, aber irgendwie angenehm und ich freue mich schon sehr darauf, damit dann noch ein Badezusatz, wo ich mir nicht sicher war, ob es den beim DM gibt. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Und zwar von Dresdner Essence Sommerregen Pflegebad mit sommerlichem Duft, Limited Edition. Ich schnuppere gerade nochmal. Es riecht wirklich so ein bisschen nach Sommerregen. Und so richtig schön frisch und so nach Sommer, nach Frühling und deswegen habe ich es mitgenommen. Und es sieht auch noch mega süß aus, wie halt immer. Das Verpackungsopfer kam natürlich wie immer ein bisschen dabei raus, ja. Ja, freue ich mich auch drauf mitzubaden. Noch ein Badezusatz von Body and Soul Wellness und zwar die zarte Verführung Badesalz, Orchidee und Paranuss. Das ist eine Sensual Edition. Das riecht so sehr pudrig angenehm. Das fand ich total gut und deswegen habe ich das mitgenommen. Die Verpackung ist natürlich auch wieder hübsch und ich bin gespannt, wie die so sind im Wasser, weil wie gesagt, ich hatte halt noch nie was von der Eigenmarke von Müller und ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, dann habe ich eine Maske von CV Young, Cadea Vera anscheinend, eine Pre-Party-Maske, Pre-After-Party-Maske, also man kann sie vor dem, jetzt habe ich es kapiert. Da ist eine, die ist davor und eine danach. Eine, die belebt und eine, die beruhigt. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, und fand ich irgendwie süß und lustig, die Idee. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Maskenfan. Aber da musste ich irgendwie, konnte ich nicht dran vorbeigehen und habe sie mitgenommen und bin sehr gespannt. Dann habe ich ganz langweilig ein Deo mitgenommen von Duschdas, die Sorte Traumland. Die nehme ich ja auch sonst ganz gerne mal. Habt ihr bestimmt schon oft in Hauls und Aufgebraucht-Videos von mir gesehen. Und ja, die habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Dann wieder Eigenmarke und zwar Aveo Body Lotion Holunder und Himbeere. Die riecht sehr, sehr angenehm, also sehr fruchtig und hat mir irgendwie gleich gefallen. Was mich nur total ärgert, und das habe ich nicht gesehen, als ich die mitgenommen habe, die ist komplett versaut, ja. Ich finde sowas furchtbar. Ich meine, man kann ja dran riechen, weil man möchte ja wissen, was man da kauft. Aber muss man sowas machen? Ich verstehe das wirklich nicht und ich habe es halt nicht gesehen. Ich werde es jetzt halt sauer machen und benutzen, aber ich finde es halt trotzdem echt ekelhaft. Also es riecht sehr fruchtig, aber so richtig, richtig geil fruchtig. Einfach, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber es riecht mega lecker, irgendwie so ein bisschen nach Kaugummi auch. Deswegen bleiben wir bei Eigenmarken. Und zwar auch von Aveo eine Handcreme, Garden of Eden. Steht hier eigentlich, wie das riechen soll. Blumig zarten Kirschblütenduft. Ja, es riecht so, ich finde so ein bisschen parfümmäßig an irgendwas erinnert mich das. Ich weiß gar nicht, ich glaube irgendein Badezusatz. Aber es riecht auf jeden Fall sehr gut und ich bin gespannt. Wie gesagt, von Aveo hatte ich bisher noch nichts. Ich glaube bisher noch wirklich gar nichts. Ne? Deswegen durfte auch diese Handcreme noch mit. Dann konnte ich ja endlich die 3-Meter-Theke von Essence bestaunen, begucken, bekaufen. Und natürlich durften da auch Sachen mit, die ich sonst bei Essence nicht bekomme im DM. Und zwar zum einen diese super süße Kabukis. Also ich liebe ja Kabukis und ich kann an Kabukis einfach nicht vorbeigehen. Deswegen this one. Ja, ich packe den mal aus. Und ich habe nämlich von
Catrice einen, den gab es mal in der LE, der ist auch so weiß und hat aber eine rosane Spitze und den benutze ich halt jeden Tag. Und es ist ganz cool, dass ich den mal waschen kann und dann auch einen anderen habe, solange der andere trocknet und so weiter. Und der ist echt so süß. Verpackungsopfer eben und Kapukis, ich liebe sie einfach für Rouge und also für Blush nutze ich Kapukis. Dann habe ich mir einmal diese süße Tasche mitgenommen für Pinsel, weil meine Pinsel fliegen immer einfach so irgendwo rum in der Kosmetiktasche, wenn ich sie mal dabei habe für einen Urlaub oder was auch immer. Und da fand ich die Tasche wirklich eine süße Idee. So hat man sie auch alle beisammen und muss nicht suchen. Ich habe mir natürlich auch noch andere Pinsel gekauft, die ich das jetzt hier schon reingetan habe. Also das kann man halt so zusammenklappen. Dann gibt es hier mehrere Fächer. Ansonsten noch mitgenommen, auch für den Urlaub habe ich mir so gedacht, diesen Mini-Kapuki. Ist ja echt süß. Ist so klein. Ich muss den mitnehmen. Er sieht so super niedlich aus. Und das fand ich zum Mitnehmen irgendwie praktisch, weil man braucht so einen großen ja dann nicht. Und dann habe ich noch diese zwei Pinsel mitgenommen. Einmal steht drauf Eyeshadow und einmal Eye Blender. So sehen die beiden aus und ich finde dieses Blütenmuster einfach super schön und wenn ich dann mal irgendwann einen Schminktisch habe, kann man die schön irgendwo reinstellen und sieht einfach süß aus. Ja, und halt wie gesagt, diese Tasche habe ich mitgenommen, die fand ich echt super niedlich. Die gab es ja schon mal in dieser LE, mit dieser Pinsel-LE, da habe ich gar nichts von gekriegt, aber Gott sei Dank kommt ja jetzt alles einzeln irgendwie ins Standardsortiment. So können wir uns, die das nicht ergattern konnten, können sich das jetzt noch... sich das jetzt dann noch kaufen und ja, finde ich echt eine süße Angelegenheit auf jeden Fall. Dann habe ich mir von Essence auch diese I Love Soft Metals Lidschatten mitgenommen. 3 an der Zahl und ärgere mich ein bisschen, dass ich 3 mitgenommen habe, muss ich ehrlich sagen. Das sind einmal diese 3, ich zeige sie euch einzeln, das ist einfacher. Einmal die Farbe Brown Tastic. Die sieht so aus. Ich bin ein bisschen skeptisch momentan noch, weil die Konsistenz sehr komisch ist. Sie ist extrem weich und der Auftrag ist sehr anstrengend. Hält zwar dann ganz gut, aber ist wie gesagt ein bisschen anstrengend. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das... Ja, hier steht auch gebackener Lidschatten mit einer cremigen Textur und einem unwiderstehlichen Effekt für ein intensives und strahlendes Augen-Make-up. Also wie gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von denen halten soll. Dann habe ich die Farbe Midnight at Grace. Die sieht so aus. Ein sehr schönes Grau, ein bisschen ins Bläuliche gehen, finde ich. Und als letztes die Farbe Melted Kiss. Das ist so ein Aprikot, würde ich sagen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Dann habe ich mir einmal mitgenommen... diese Cutout Manicure Stencils finde ich total cool. Also da gibt es so viele verschiedene Sticker, die man sich halt quasi auf den Nagel kleben kann und die dann quasi ausspart, wenn man lackiert. Und dann entsteht ein Muster und das finde ich wirklich cool. Ich mag nämlich gerade diese Chevron-Dings, mag ich total gerne. Und deswegen... ja, wollte ich das mal ausprobieren und fand es wirklich cool, deswegen habe ich das mitgenommen. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt und zwar von Essence, diesen Blush Ball. Also ich benutze den nicht so, ich gehe da trotzdem manchmal mal mit einem Pinsel rein, weil mir das irgendwie komisch vorkommt. Das ist übrigens die Farbe Strawberry Candy. Ja, ist eine sehr schöne Farbe, auch auf den Wangen, gefällt mir wirklich sehr gut. Trage ich auch heute, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht in meinem Licht. Aber auf jeden Fall finde ich die wirklich sehr schön von der Textur und vom Auftrag finde ich blöd. Aber wie gesagt, man kann ja auch einfach einen Pinsel nehmen. Und dann finde ich die wirklich sehr schön. Sehr schöne Farbauswahl auch. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann war das mein Müller-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt mir mal, was ihr mir beim Müller empfehlen könnt, was ich woanders nicht bekomme. Dann schaue ich mir das gerne mal an, weil wie gesagt, ich bin ein absoluter Müller-Neuanfänger. Weil ich da eben nie hingehen konnte. Oder selten. Und ja, also ich freue mich auf eure Empfehlungen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.